So, meine lieben Kinderchen da draußen, jetzt geht's endlich weiter mit Dead Space 3. Ja, wenn man was arbeiten ist, ne, hat man nicht wirklich sehr viel, um aufzunehmen, sehr viel Zeit. Ne? So, in der letzten Folge haben wir uns einen wunderschicken Schneeanzug hier geholt, aus dem Keller, der voller Zombies im Übrigen war. Und das war schon echt eine Erfahrung, wert, ne? Also echt gruselig. So, nun geht's aber weiter. Was ich natürlich geil finde, dass die Waffe so ein bisschen schon aufgepimpt ist, ne? Sieht ein bisschen anders aus. Aber es, ich muss immer noch sagen, ich bin dafür. Es ist noch schwieriger. Oh. Als Dead Space 1. So, komm, lass mich durch hier, Digga. Achso, ja, hier mit den Kurbel. So, jetzt dürfen wir das erstmal durch, ne? Lass uns die abspielen. Private Sam Ackerman. Ist da draußen noch jemand? Sam, hier ist Dr. Serrano. Hören Sie, Sie müssen zur Einrichtung 1. Verstehen Sie mich? Leben hängen davon ab. Was? Genau. Doc, wessen Leben? Von allen. Gehen Sie, Sam, jetzt sofort. Okay, ich geh. Doc, ich werde versuchen, Doc. Wir müssen alle vollkommen werden. Mach uns vollkommen. Mach uns vollkommen. Oh je. Nee. Nee, nee, nicht mit mir. So. Nichts vollkommen hier. Ist es hier kalt oder warm? Ich glaube, zweiteres, oder? Nee, ersteres. Weil hier ist irgendwie alles eingebrochen. Ich glaube, hier. Es hat hier keine Überlebende gekillt. Ach, guck mal hier, die Gefrierkammer. Aber warm und kuschelig vor uns. Das stört uns. Dreh mich einmal und dann sehe ich alles voller Leichensäcke, ja? Diese Zombies, ne? Sind die auch gerne in der Kälte? Mach uns vollkommen! Ne? Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Ich hab gedacht, wir müssen raus hier aus diesen ganzen Schuppen. Somagel. Hallo, Kuckuck, ist da jemand? Bitte nicht essen, ja? Nicht essen. Hier waren wir schon mal. Ah, hä? Hä? Das war der Kreislauf, alles klar. Gut, wieso sind... Aha, okay. Da drinnen waren die, ne? Die, die Hunger haben, waren hier drinnen. Richtig? Hoffentlich haben die jetzt keinen Hunger. Ne, da war ein Fahrstuhl, wo wir gerade hin mussten. Ich weiß nicht, wo wir jetzt gerade sind. Im Pumping Room. Ich glaube, wir gehen gerade hier wieder zurück, ne? Ja, wir gehen gerade wieder zurück. Abgefuckt. Abgeatmet. Ja, abgeatmet. Ist das hier? Ja, das hier, alles klar. Ja gut, da kamen wir ja mal her. Gut, hat lange gedauert, bis ich das gemerkt habe, dass wir da hergekommen sind. Aber immerhin, irgendwann merke ich das ja, ne? Okay. Sind wir... Das ist die Kölk. Irgendwie. La, 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 la. Das ist cool. Und da sind wir gerade hier reingekommen mit diesen wunderschönlichen Räumlichkeiten mit klappernden Sachen.
Was ist denn bitte? Richmond. Alles klar. Und hier müssen wir raus. Ah! Und ab nach oben. Tüdelüt. Abfahrt. Huch, Nase juckt. Jetzt ist uns hier nicht mehr so kalt, wa? Wo ist hier der Kollege? Naja, hältst du jetzt den Anzug durch? Ich sagte, du würdest... Puh, mir ist ein bisschen warm sogar. So, nun stellt sich uns die Frage, wo genau müssen wir denn jetzt hin? Mach auf den Knopf hier. Da. Ja, klar. Nachgeladen jetzt oder was in der Richtung? Wir wollten doch wohl nicht etwa erzählen, dass er noch mehr kommt, wa? Ja, ist schon richtig, Leute. Okay, wenn sie jetzt mal nicht laufen können, können sie ja nicht laufen. Puh, das war anstrengend, Leute. Mach das lieber nicht nochmal. Wir waren nochmal Heilung, Kuh, ne? Warte, ihr habt da irgendwie... Da. Ein Zapperfleck. Ne, ist das ein Zapperfleck auf dem Monitor? Ne. So. Next. Die sind lang. Kommen. Mir ist kalt. Ja, scan mich mal. Okay, sie dürfen durch. Juhu, geöffnet. Dankeschön. Als ob wir da jetzt unbedingt durch wollen. Ne? Aber wir suchen ja unsere... Wie heißt sie gleich noch? Ellie? Wie heißen die Frauen in jedem Spiel? Heißen sie Ellie? Ellie oder Cleo? Oder Chloe? Oder Rachel? Oder? Als hätte ich das eben gerade vergessen, ne, Tom, das ist ganz klar. Warum ist das so ein Wind so stark? Da kommen die Monster aber auch nicht raus. Die werden einfach so weggeblasen. Der Sturm hat mich hier runtergeblasen. Den ganzen Zirkus. Komm runter, Georgie. Wir können hier fliegen. Wir können hier alle unten fliegen. Oder wie war das? Irgendwie so, ne? Okay. 2 cm Windstelle und schon kommen die ganzen Monster. Ach, guck mal, hier hört der Wind auf. Wenn ich so mache, dann kann ich normal weiterlaufen. Mach ich aber so, komme ich gar nicht gegen den Wind an. So, oh, es ist heftig. Hör mal auf, du Arschloch. Blöde Kuh. Schreit er mich hier so an, ne? Ach, du blöde Kuh. Hör mal auf hier! Schnell, du musst die Stachel aboperieren. Ah! Mann! Lass mich nicht helfen! Ich will mich nicht ermorden! Okay. So sind wir. Jetzt sind wir alle wieder Freunde. Wenn immer so Kanone, ich war gesagt, Munition dabei wäre, ne? Das wäre richtig geil. Was war denn das? Ich vergesse immer zu lesen, was das ist. Was ist denn das? Ach, das ist dieses Gel, diese Gleitcreme. Hä? Altmetall. Motivation. Motivation. Alles klar. So, und jetzt geht's darum. Ist das jetzt ein Wrack oder ist das jetzt alles nur Station gewesen? Ich glaube, das gehört noch zur Station, ne? Das Wrack ja schon. Komm, wir laufen so, dann können wir wenigstens schnell laufen. Boah, Alter.
Ist ja nicht so, dass ich mich erschrocken habe oder so, ne? Ein Munitionsschip war das, ne? Nichts mit neuer Munition. Am Arsch hängt der Hammer, Tom. Was ist denn jetzt schon wieder los? Hä, warum denn bin ich tot? Ich hab doch gedrückt diese Taste. Hä? Ne, das lasse ich nicht auf mich sitzen. Ich hab doch gedrückt, das war weh, ne? Hä? Was will er denn? Was will er denn sonst, dass ich drücke, hä? Gibt es nur eine andere Taste, die so aussieht wie ein W? Oder war das vielleicht... Weiß ich nicht. Das werden wir ganz oft machen müssen, bis ich endlich den richtigen Weg gefunden habe. Den richtigen Knopf gefunden habe. Ach so, guck mal! Beweg dich, Junge. Ja, wow. Akrobatisch. Komm, Tom G. Hä, wollt ihr mich jetzt komplett verarschen oder was? Ich hab doch gedrückt, was ihr da wolltet, Mann. Oder muss ich die ganze Scheiße mal von vorne anfangen? Mann, mach doch hoch jetzt! Ach komm schon, hör auf! Wie albern, ich hab doch gemacht! Ich versteh's nicht. Scheiße, Kacke! Nun hoch mit dir! Ist der genervt hier gerade schon? Ja, Isaac! Fick dich! Fall doch alleine runter! Aber echt, hey, das ist total berechtigt. Und jetzt wäre der Schnee auch weniger. Und das Ding ist ein Mod, das... Ach, guck mal, das ist die Kolonie. Aber davon lebt keiner mehr, jede Wette. Hallo? Ist da irgendjemand? Oh. Ich glaube, aus diesem Grunde glaube ich nicht, dass da noch irgendjemand ist. Gib uns doch mal Motivation mit, Alter, ehrlich. Wie kann das sein, dass sich hier nichts geht? Und die Schrotflinte ist irgendwie auch viel. Digga.
Schlumpf. Der hat doch eine zweite Funktion, ne? Dieses... Vergesse ich wieder. Ich habe ganz vergessen, wie man die benutzt. Oh, Mumbai, so. Das ist der Eingang. Jede Wette, wie viele Zombies gibt es hier? Oder wenigstens? Zombies, Monster, Alien, Dingens. Leck mich im Arsch, Bumsenkirchen. Wow, ist das schön hier. Es hört endlich mal auf zu schneien. Mach mal die Tür auf. Wir hören ihn. Isaac, beeil dich bitte und komm hierher. Wir sind in der Kommandozentrale. Ich komme so schnell ich kann. Okay, aber die haben es geschafft. Mal locker flockig. Einen haben sie zurückgelassen. Okay. Oh, guck mal, was er alles Cooles gefunden hat. Wir wollten auf irgendwas sparen. Ich weiß nicht mehr, worauf. Neue Waffe herstellen. Wollten uns vielleicht darauf irgendwas sparen? Warte mal, wir wollten eine neue Waffe herstellen, warte mal. Neue Waffe herstellen. Hä? Was ist denn das für eine Waffe? Nichts, das ist eine Erweiterung. Waffe herstellen, Pläne. Waffen-Upgrades, Objekte herstellen. Ja, dann zeig mir mal eine Waffe. Welche Waffe kann ich bauen? Ach so, für neu, richtig, genau. Und erzähl mal was. Wieso sind das denn hier... Oh, ich will auch kein Tool herstellen. Ich will auch eine ganze Waffe neu herstellen. Was ist das denn? Linker Waffenslot... Linker Waffenslot ist ein Upgrade. Neue Waffe herstellen. Bauanteile, neue Waffen. Warte mal, Moment. Baue aus Teile neue Waffen. Ja, das wäre schön. Was bauen wir denn hier? Ich will... Kann ich mir nicht mal was aussuchen, was ich bauen möchte? Waffen-Upgrades. Schrotflinte können echt mal upgraded werden. Baupläne. Eigener Plan. Das ist unsere Maschinenpistole, was? Pitch Black. Wäre cool. Und was brauche ich noch dafür? Was fehlt? Halbleiter brauchen wir 2250 und Altmetall. Wäre schön zu sehen, wenn wir wissen würden, was wir hier hätten, ne? Ach, da steht es auf Vorrat. Aha, wir sind ganz weit entfernt davon, eine Waffe zu bauen. Also die Pitch Black auf jeden Fall. Und die anderen sind, glaube ich, noch weiter entfernt. Einschüchter, Team-Favorit. Ein Stellverstärker plus Schrotflinte. Shotbanger. Plus Granatenwehr. Was ist ein Bullpup-Gewehr? Ist das so ein Sturmgewehr oder was? Okay, Stolperfalle. Sturmgewehr plus Bolas im Paket. Da fragt man sich aber, wie muss man denn... Ja, da müssen wir weiter sparen. Warte mal, neu. Da müssen wir mal weiter sparen, dann können wir sowas bauen. So geil hat nämlich noch nicht. Anzug, können wir da irgendwas Cooles bauen? Anzug wechseln. Upgrade. Panzerung. Ja, ich dachte, ich kann hier links und rechts. Ja. Panzerung ist immer sehr nice, ne? Trefferpunkte, Luft. Panzerung. Ja. Halbleiter. Diese Halbleiter sind sehr schwer zu kriegen, ne? Aber dann machen wir es mal. So. Sieht man die Panzerung auch? Tatsächlich, ja. Alles klar. Jetzt müssen wir gucken, wo kriegen wir diese Scheiße her? Ach, guck mal, dadurch, dass der Generator jetzt an ist, können wir da endlich hoch. Juhu! Scheiße.
Ach, sowas wieder. Ist er denn auch gleich weg oder greift uns nur an, macht was kaputt und kaputt? Ah. Mit unseren Waffen sollen wir gegen das Viech kämpfen, ja, alles klar. Und keine Munition mehr, glaube ich. Moment, was? Ist das alles? Haben wir nicht noch ein Zweitdings? Oh Gott! Eissack! Der Roboter können wir jetzt schlecht gebrauchen, ja. Ja, das wäre jetzt nice. Hat er echt einen Roboter ausgewählt, oder? Alter! Ich habe ihn so ein Ding abgeschossen. Jetzt ist er guter Dinge. Noch mehr! Komm, Isaac, das überleben wir irgendwie, auch immer. Als ob wir daneben schießen, ne? Nein! Oh Gott, wir können auch nicht so schnell. Ich meine, der hat immerhin vier heftige Beine hier. Oh, treffen wir überhaupt? Hä? Das war jetzt mal Panik. Oh, er kommt auf uns zu. Oh Gott, warum schießt die Schrotti so langsam? Ja, genau. Es nervt. Dieses Tier nervt einfach. Intensiv. Willst du mich verarschen, Digga? Und wieder neue Haare gekriegt. Himmelarsch, das wären doch. In dem Moment, wo ich die Granatwerfer zünde, weicht er aus. Immer, jedes Mal. Dafür kann er das nicht. Au! Unmöglich, ihn zu treffen damit. Ich hab nicht an mein Ding gedreht. Fast keine Munition mehr. Ah! Ah! Alter, als ob ich ihn treffe.
Leute. Warum treffe ich den denn nicht? Guck mal, das Ding macht gar keinen. Jetzt habe ich ihn getroffen. Ne? Och, meine Güte. Och, meine Güte. Ja, wo soll ich denn hin? Lass mich doch erstmal aufstehen, du Penner. Leer. Alle leer geschossen. Können wir mal erzählen, wie ich mich wehren soll jetzt? Ja, es reicht doch allmählich. Hallo? Gib mir doch mal eine Chance. Wenn das Spiel mir eine Chance geben würde, hätte er mir wenigstens mich mit Munition versorgt. Das Spiel will mir keine Chance geben. Ich brauche Motivation. Wow. Die könnten doch mal da oben ganz helfen, da die da oben ganz gemütlich hocken, ne? Gott. Oh weh. Oh weh, oh weh. Ich dachte, ich greife ihn einfach mal von hinten an. Schwamm. Er dreht sich aber wieder um. Jetzt habe ich getroffen. Jetzt endlich tot? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Scheißvieh! Ah. Aber es macht, er macht mir einen Weg frei, damit ich da hochkommen kann. Ist nett aber von ihm. Alter Schwede, Leute. Alter Schwede. Schneller hoch. Meine Güte. Hui. Ja. Warte. Wir mal warten hier auf alles. Hier können wir unseren kleinen Robi-Roboter gleich mal laufen lassen. Den müssen wir öfters mal. Ja, ist sehr gut. Du suchst fleißig, du kommst durch alle Türen und Scheiße, das kriegst du ja immer schon hin. Was ist denn das? Schwerer Standardrahmen. Okay. Was ist hier noch? Wir wollen ja auf gar keinen Fall irgendwie was Wichtiges verpassen. Achso, und wo müssen wir jetzt hin? Und da oben ist was? Da wollen wir auch nochmal kurz hoch. Schippidu, eigentlich. Habe ich gedacht, wir finden unser Team hier irgendwie. Impulsgewehr. Na, das ist doch mal was. Bauplan für ein Impulsgewehr. Da haben wir jetzt endlich mal was gefunden. Was? Textlog. Abspielen. Komm, hau raus. Achso, Textlog. Ja. Okay. Ja, schön. Belassen. Tschüpp. Sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Das hat sich ja gelohnt, dafür hochzugehen. Auf hier, komm. Und jetzt hier, da und so. Lastenzug, ja. Weil ich ja so fett bin, braucht man schon mal einen Lastenzug für mich, ne? Aber schade, dass er abgehauen ist. Ich dachte, wir haben ihn ganz eliminiert. Aber schwer, finde ich. Ne, also ging nicht tot. Immer wieder kam er zurück und dann hat man seine scheiß Haare da nicht getroffen. Hm. Scheiß Zeckenfies. Was? Und wenn er überall hinklettern kann... Dann ist mein nächstes von dem Viech sicher. Guck mal, er schreit ja auch.
Ist hier nicht irgendwo, was man mit aufsammeln kann? Ich habe gedacht, ich finde jetzt meine Homies. Ah, da. Ganz im Ernst, wenn wir auf so einem Eisplaneten irgendwie eine Kolonie erstellen. Hier, wenn hier gibt es doch nichts. Hier ist einfach nichts. Hallo. Wurde auch Zeit. Isaac. Ah, Isaac, Sie haben es geschafft. Gott sei Dank. Ohne Lippen bewegen, wa? Ich wusste, du würdest nachkommen. Gut, dass Sie es geschafft jetzt. Haben, okay. Isaac. Sollen wir euch zwei vielleicht kurz allein lassen? Ja. Was soll das denn heißen? Welchen ich meine, bumsen der jetzt. Vergangenheit ist, begrüßt man vielleicht nicht so herzlich. Wir brauchen ihn. Diese Mission braucht brauchen ihn. Brauchen wir ihn oder brauchst du ihn? Hey, haben Sie mir was zu sagen, Captain? Ja, hau ihn aufs Maul. Stopp! Wir müssen die verdammte Maschine abschalten und wissen nicht mal, wo sie ist. Ich schon. Oh, das ist gut. Ich meine, ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Ich habe mich durch die Reste der Forschungsunterlagen gewühlt und... Ich dachte, das wäre alles zerstört worden. Die Computerdaten, ja. Aber die geschriebenen Logs erwähnen ein Experiment mit Signalortung, das den genauen Standort der Maschine angezeigt hat. Wenn wir das wiederholen, schaffen wir das auch. Das ist schön. Aber es ist aber am es anderen Ende Haken. Des Komplexes. Ist das erst halt das mal an. Ich könnte einen Tapetenwechsel. Es ist dunkel draußen. Ja, tatsächlich. Was für ein Riesenarschloch. Hm? Ja, finde ich auch. Aber wir könnten auch ein Arschloch sein. Wir hätten ja einfach ganz nett sterben können. Also ganz ruhig. Wie ein guter Mann. Wie ein braver Junge. Titals. So. Der dann unglaublich. Wir sind alle am Leben. Wir sind alle auf Tau Volandes und stehen kurz davor, die Quelle Necromov-Seuche zu entdecken. Zuerst müssen wir die Maschine finden, auf die Admiral Graves sich bezog. Santos glaubt, dass wir den Standort der Maschine herausfinden können, indem wir den Schritt eines 200 Jahre alten Blablabla-Experiments folgen. Okay. Das war damals das Lager, das, ne? Diesen Dings, was wir geguckt haben. So, Kinderchen. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank für's Reinschalten und tschüssli, Müsli.